Hallo zusammen, hier ist wieder Hotella und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute wollen wir mal nach Torghast reinschauen. Und zwar nicht den normalen Flügel, sondern wir wollen hier diesen Sonderflügel machen. Der heißt einmal Spießrutenlauf des Kerkermeisters, beziehungsweise ich glaube im Englischen Jailer's Gauntlet. Und wenn ihr hier unten reinlauft, dann ist der quasi nicht links oder oben bei den normalen Flügeln, sondern rechts bei den gewundenen Korridoren. Ich habe jetzt schon die ersten drei einmal durchgeballert, die waren relativ easy. Vom Item-Level seht ihr, wird da was vorgeschlagen. Ob das jetzt wirklich, ob man das wirklich braucht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich würde sagen, man kann das auch bestimmt mit niedrigeren machen. Hier für den vierten Flügel gibt es das Mount und ich dachte, komm, das nehme ich mal mit auf, wie ich mich da anstelle. Ein richtiger Guide ist das jetzt nicht, ne? Deswegen betitle ich es auch nicht als Guide. Einfach ein Durchlauf, vielleicht kann der ein oder andere den Mehrwert draus ziehen oder auch Unterhaltung, je nachdem, wie ich mich jetzt gerade anstelle. Bei diesem Jailer's Gauntlet ist es so, dass man hauptsächlich gegen Bosse kämpft. Eigentlich wäre da Single-Target-Damage besser. Wir werden uns aber trotzdem jetzt mal ein bisschen hochbuffen. Also eine Flask rein, eine Rune rein. Was haben wir hier noch? Ein Schattenkernöl. Nehmen wir alles mit. Ich habe immer noch keinen 4er-Set-Bonus. Mein Gear ist mittlerweile durch M+ ein bisschen besser. Aber Set-Bonus sieht schlecht aus. Das Einzige, was ich mittlerweile, also was ich immer noch habe, ist der Bloodlink-Buff. Das ist der alte aus quasi dem Sylvanas-Raid. Ja, der wirkt halt hier in Torghast, ne? Wenn man keinen neuen Set-Bonus hat, dann nimmt man halt wenigstens den mit. Und Trinkets habe ich jetzt in M+ bisschen, oder zumindest das eine im M+ bisschen was bekommen. Also muss ich nicht mehr mit dem ganz Kackzeug rumlaufen. So, wir nehmen einmal hier mehr Convoke-Damage. Mehr Convoke-Damage, fängt gut an. Und mehr Convoke-Damage. Leute, wir werden gleich richtig was wegconvoken. Wenn es so weitergeht, dann geht's Convoke-technisch richtig rund. Das werden wir uns aber jetzt für die Bosse aufsparen. Oh, ich habe, hoffe ich, das richtige geskillt, ne? Ja, ich habe quasi meine M+-Eulenskillung mitgeskillt. Ich muss mal gucken, was dieses neue Trinket an Damage macht. Hier haben wir den Schleim, 4%. Ja, kann man machen. Kann man machen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt killen wir die Kleinen hier weg und dann gehen wir in bei den Lite-Mobs in Convoke-Action. Also, so wie ich es verstanden habe, was haben wir hier? Nehmen wir einen Mastery mit, oder? So, jetzt gehen wir mal in die Eule. Jetzt convoken wir mal rein. Macht das schon Damage? Ja, also den einen hat's zerlasert. Halt, da haben wir nochmal eine Orb. Gut, nehmen wir noch mehr Mastery mit. So wie ich das hier sehe, kann ich jetzt nicht mehr switchen. Okay, da muss ich anscheinend rausgehen. Watch your steps, sagt er mir. Was ist das? Das ist, glaube ich, ein 4. Das machen wir nicht. Na super, da liegt jetzt eine Orb in den beiden Flächen. Haut mir das viel Schaden raus, wenn ich hier drin stehe? Versa oder Ding, ne? Komm, nehmen wir ein bisschen Stats. Ah, kriege ich schon ganz gut auf den Latz. Also die ersten drei Ebenen, die waren eigentlich sehr easy. Ich muss sagen, hier kriege ich jetzt schon gut auf den Sack. Gut, die hatte ich jetzt vor, boah, lass mich nicht lügen, 2-3 Tagen hatte ich die spät abends noch gemacht. Und das war echt Pillepalle. Da hatte ich dann irgendwann richtig viel Damage und dann hat meine Convoke, oh, das war nicht gut, hat meine Convoke richtig reingelasert. Da habe ich, glaube ich, dann am Ende, also nicht mit der kompletten Convoke, sondern nur ein Hit von der Convoke hat dann 1, irgendwas Millionen Damage gemacht. Da hatten zwar die Bosse dann auch, also so ein Einschlag, der jetzt vielleicht hier 40-50k macht, hat dann dort einfach mal 1,1 Millionen reingehauen, da habe ich mich richtig hochgebufft. Halt der sich hier irgendwie die ganze Zeit wieder oder irre ich mich da? Irgendwie dauert das hier gerade verdammt lang. Und der wird ja immer mächtiger, ne? Umso länger der lebt. Watch your step. Ah, warte mal, das ist glaube ich das hier, oder? Was den heilt? Kann das sein? Irgendwie was Raub? Vitalitätsraub. Kicken wir den mal. Weil der zockt mich jetzt schon ganz gut. Ah, seht ihr? Da heilt er sich hoch. Irgendwie mache ich gerade... Also ich habe halt alles jetzt auf Convoke gebufft. Also ich kriege jetzt schon tatsächlich ein bisschen Probleme, ne? Jetzt kann ich leider nichts mehr machen. Irgendwie ein Vieh... Ah, nee, der Vieh ging jetzt nicht durch. Okay. Vielleicht habe ich mich gerade noch weggeblinkt. Also dieser Vitalitätsraub, der ist schon ganz schön nervig. Ziehe ich mal noch eine Wall. Gehe nochmal in Eulen-Convoke. Hier, halt er sich jedes Mal wieder hoch? Das ist ja richtig nervig. Watch your step. Macht er jetzt hier? Irgend so ein Echo?
okay, da darf ich nicht reinlaufen. Eine castet da jetzt irgendwas? Wollte jetzt halt hier mal. Nehmen wir mal das Heart of the Wild-Ding mit. Ach, die casten jetzt hier die ganze Zeit diesen Scheiß. Okay, ach, wenn ich die interrupt, dann verschwinden die. Nicht den Desoint hier? Ah, dann verschwindet er auch. Interesting. Den jetzt wegkick? Also auch interrupted, oder? Ja. Ich brauche halt hier gerade 5 Jahre, ne, um den zu töten. Watch your step. Ah, nein, jetzt geht meine Convoke wahrscheinlich auf den anderen. Ah, Mist. Okay. Also, also hier haben wir jetzt irgendwie 5 Jahre gebraucht. Free Death könnte ich mitnehmen. Ne, komm, wir nehmen jetzt mal nichts Defensives mit. Obwohl ich es vielleicht sogar brauchen könnte. Hier wird gerade schon geschrieben, Abflügel 5 wird schwer. Ja gut. Ah, hier 3 regelmäßige Dots. Oh, warte mal, ich muss mir das eigentlich umbinden. Dann brauche ich hier mal... was? Das basteln wir dann... Hier, das Herz von Azeroth, weg damit. Braucht kein Mensch. Vielleicht mal das Ding hin, ne? Und ich sollte mir einen Shapeshift-Makro für Eule holen. Wenn ich nämlich jetzt 3 Eulendots drauf habe. Warte mal, habe ich mir beim ersten... Gab es beim ersten Händler auch was? Nee, oder? Schauen wir mal, was wir hier so kriegen. Na super, das ist ja mal totale Rotze. Das kann ich jetzt aber auch nicht ändern. Das bringt einfach gar nichts. Abklingzeit von Convoke runter. Das ist immer nicht schlecht. 50 Sekunden haben wir jetzt nur noch. Okay, jetzt sind hier einfach so Gammelviecher. Ich setze jetzt mal hier noch nichts ein. Ich will ja meinen Convoke so auf die Bosse einsetzen. Im Endeffekt, so wie ich es verstanden habe, hier bei... Kommen da jetzt noch mehr? Okay, komm, scheiß drauf. Wir ziehen jetzt hier einfach... mal den Bersi bzw. Inka, ne? Wir haben es ja abgegradet und da ihn hier ein bisschen rein. Und Convoke, gut. Eigentlich hätte jetzt ich auch Convoke reinziehen können, weil es hat ja... Oh fuck, die sind 4 in mich. Das sind so Agenten, ne? Ah, da ist der Boss schon. Ah, ja gut, dann hätte ich vielleicht... Na gut, ich konnte ihn leider nicht mehr interrupten, weil ich es für den 4 benutzt habe. Aber jetzt werden wir dann gleich... Ja, das ist eine totale Rotze. Das ist totale Rotze. Das macht er jetzt immer wieder, oder? Wenn wir hier mal einen Convoke... Hä? Ach nein! Ach Mist! Das Ding ist, normalerweise, wenn ich den Zauber hier aktiviere, dann gehe ich in... Dann gehe ich automatisch in die Eulengestalt. Aber ich habe jetzt diese dauerhafte Eulendings mitgeskillt. Jetzt muss ich manuell in die Eulengestalt gehen, weil er das dann nicht mehr macht. Das ist total behindert. Ja, habe ich mir jetzt gerade baiten lassen. Ich lasse den Stun jetzt mal durch, weil ab 50%, seht ihr, heilt er sich nämlich. Und wenn ich dann jetzt keinen Kick habe, dann ist RIP. Ja gut, was halt auch RIP ist, dass ich jetzt meine Convoke in der Dings durchgezogen habe. meine Convoke in der Bärengestalt. So, kann ich ihn jetzt gleich kicken? Ja. Habt ihr gesehen, mein Kick noch Cooldown gehabt. Einmal desorientiert, einmal Knockback und dann ab geht's. So, jetzt aber Convoke hier in der Eule. Das dürfte mehr Damage machen. Na, seht ihr. Da geht er down. So, dann nehmen wir die Wolke mit. Also die Trades, was ich jetzt kriege, die sind alle ziemlich scheiße, wenn ich ehrlich bin. Was haben wir hier? Oh, fuck, jetzt habe ich mich vieren lassen. Da war zu greedy, wollte wissen, was in der Orb drin ist, ne? Hab nicht mehr drauf geachtet. Hab sie mich vieren. Aber jetzt werde ich die ganze Zeit weggeroot. Ich will die Orb haben. Wahrscheinlich vieren sie mich... Okay, ich will die Orb doch nicht haben. Ich halt nur noch Rotze hier. Also ich muss echt sagen, so von der Schwierigkeitsstufe her, ne? 1, 2, 3, das war ein Blindflug, ne? Da habe ich die Mobs so... Also gut, da hatte ich vielleicht auch ein bisschen bessere Stats bekommen als hier, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber dennoch, ne? Also da bin ich durchgeratscht, als ob die Mobs Level 5 wären. Und jetzt hier der Kontrast ist...
Das ist jetzt nicht machbar, ne? Das geht auch, aber es dauert halt einfach so viel länger, die Mobs hier zu töten gerade. Gut, ich muss immer, dass ich 50% mehr Schaden mache, den Ding noch draufsetzen, ne? Den anderen Dot hier. Das darf ich immer nicht vergessen. Aber das muss ich jetzt halt klicken, dann sollte ich mir vielleicht ein Makro für machen. Ein Shapeshift-Makro. Also, dass ich hier in die Eule gehe, den Dot draufsetze. Dings, dann habe ich halt, also 50% mehr Schaden kriegen, haben oder nicht haben, ne? Das macht natürlich schon ein bisschen was aus. Das glaube ich auch AE-technisch, ne? Also Sonnenfeuer hat ja das Schöne, das dottet alle. So, der hat auch noch eine... Was ist denn das? Das ist ja nur Rotstats. Habe ich eigentlich beim anderen, beim ersten Flügel vergessen, die Orb mitzunehmen? Ich glaube nämlich. Nehmen wir mit, dann haben wir nochmal 50% mehr Damage. Oder? Ich habe jetzt 18 Dinger? Weiß ich nicht. Das wäre halt gut, ne? Aber... Ist halt jetzt immer die Sache, hier wären halt auch gute Trades dabei. Der wäre auch gut. Oder man nimmt die Orb. Aber da kriegst du, kannst du halt auch irgendeinen Ramsch rauskriegen. Mehr Life oder 3% Versa. Hätte ich mich fast wieder baiten lassen. Ich mach mir dann... Ach fuck, jetzt habe ich ihn nicht Ich Vollidiot. Ich habe ihn nicht getaggt, ne? Die ganze Convoke habe ich. Heiler Convoke. Perfekt. Ich spiele hier gerade auch wie der letzte Mensch. Ich muss ihn vorher natürlich einmal anschießen. Dass er auch den Shit abkriegt, ne? Sonst bringt das natürlich wenig. So, jetzt müssen wir wieder manuell hier reingehen. Einmal dotten, dass er 50% mehr Damage kriegt. Zum Glück geht es hier nicht auf Zeit, ne? Was haben wir denn hier? Verursacht Schattenschaden. Tun wir uns mal einmal hier Disziplin. Ich brauche den Mond des Versagens. Ja, also wenn Leute in meinen Gruppen immer übelst verkacken, dann kriegen sie immer von mir den Mond des Versagens. Der Arturis, ich grüße dich übrigens. Es ist vollkommen untergegangen jetzt gerade. Und zwar, wenn Leute irgendwas verkackt haben, dann gebe ich denen den Mond des Versagens. Es geht auf einen Kollegen zurück. Schon echt jahrelang her. Aber warte mal, das nehmen wir mal hier Ding mit. Oh, Spottle oder so. Ich mit einem alten Schulfreund gespielt, ne? Und der hat das immer gesagt, der Mond des Versagens. So, ich glaube, der hatte damals ein Addon oder irgendwas drauf. Das hat das halt automatisch, wenn jemand irgendwie was gefailt hat. Seht ihr? Jetzt haut Convoke schon ordentlich rein. Da kannst du die Leute halt zerlegen, muss ich aber halt in der Eulengestalt sein, dass die Eulenzauber gecastet werden. Wenn ich es an den Bär caste, dann macht er halt zu 90% irgendwie so hauen oder zerfleischen, was nett ist, aber was halt keine 200k macht, sondern dann mache ich halt 10k oder so. Ja, also deswegen darf ich das halt nicht verkacken. Und optimal ist, wenn ich halt lauter Trades krieg, die die Convoke erhöhen und den Damage verstärken, ne? Und dann halt einfach, wie es bei dem letzten Ding war, Ich mach Convoke an, dann kommt 1 Million, 1 Million, 1 Million, 1 Million, zack, Mob tot. Da steht der Mob mit 5 Millionen da und ist in 2 Sekunden tot, ne? Aber das, jetzt musst halt Glück haben, dass du die Trades kriegst. Ja, oder du kriegst halt Phantasma, ne? Kann man halt auch machen. Seht ihr? Sowas zum Beispiel. Hat's den zerlegt. Und ich hätte mir eigentlich den für den anderen hier aufheben sollen. Halt, ich muss wieder in die Eule gehen. Das war... Ich weiß gar nicht, wie der Spell heißt. Warte mal, ich bin am Überlegen. Also, ich kenne... Also, Eule spiele ich halt so gut wie gar nicht. Das ist irgend so ein Eulenproc, der da runterkam. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Vollmond oder sowas. I don't know. Das ist halt irgend so ein Proc oder... Nee, Starfall ist dieser E, ne? Das ist halt irgend so ein Dingsproc. Der schlägt halt ein und macht halt einen Haufen Damage, ne? Deswegen macht es halt immer meistens Sinn auf Eulendings zu gehen. Jetzt schauen wir mal, kommt danach noch ein Boss? Habe ich jetzt... sollen wir noch... Weil Convoke hätte ich wieder ready. Wenn jetzt halt nochmal einer kommt, dann wäre es halt gewastet. Komm, den hauen wir jetzt so mal runter. Ich weiß nicht, ob da noch einer kommt, ehrlich gesagt. Ah, 9% Versa oder Mondfeuer.
Doch, es ist Vollmond, seht ihr? Vollmond. Irgendwas mit Mond ist es auf jeden Fall. Komm. Nee, ich mach einfach Versa hoch. Das bufft nämlich alles Base. Ich hoffe, dass ich jetzt nochmal ein paar. Wenn kein Tor mehr dasteht, kommt nichts mehr. Ah, okay. Tatsächlich brauchbar, die Frau. Tatsächlich. Nehmen wir das hier mal mit. Alle 20 Ticks von Mondfeuer kommt Vollmond. Das ist nur, wenn du es geskillt hast. Also, ich weiß nicht, als Eule kann es auch so sein, aber als Guardian hast du das nicht. Das hast du nur, wenn du hier so einen Trade mitnimmst. Ne? Vielleicht kriege ich den, der ist auch sehr, sehr stark tatsächlich. Ich glaube, ich habe beim letzten Händler nichts gekauft, oder? Weil jetzt kann ich hier voll viele Sachen kaufen. Okay, das ist totaler Rotz. Ah, wir nehmen Mondfeuer. Komm. Ich kann das hier noch mitnehmen. Warte mal, da sind zwei so Kollegen. Warte mal, ich muss das anders machen. Ich dotte die jetzt erst. So. Warte mal, ich dotte die. Jetzt gehe ich in die Eule. Jetzt machen wir mit euch Rambazamba. Ich hätte gedacht, dass sie noch weiter runtergehen, aber die sind schon ganz gut gedroppt. Halt, warte mal, jetzt muss ich die anderen auch nochmal dotten. So, jetzt haben sie alle ihre Dots drauf, dass sie mehr Damage kriegen. Schade, ich habe leider nicht so viele Dings-Trades gekriegt, ne? Dass ich mehr mit Convoke mache. Die dem. Warte mal, der macht jetzt irgend so einen Kack. Das machen wir mal. Okay, das geht trotzdem hoch, oder? Ach, das ist auf mir drauf. Lässt im Kampf alle Gegner innerhalb von 15 Sekunden. Durch alle. 3 Sekunden Schattenschaden kriegen. Also, wenn er einen Schatten-Damage. Entzieht im Kampf allen 2 Sekunden einem zusätzlichen Gegnern. Gesundheit. Oh fuck, jetzt hab ich nicht aufgepasst, ne? Da war irgend so eine Explosion. Ich wollte gerade den Trade lesen. Jetzt sind wir einmal gestorben. Ja gut, das heilt mich halt auch noch, ne? Komm, wir nehmen das, weil es mehr Blutungsschaden macht. Ja, ich habe gesehen, dass ich in der Void stand, aber ich dachte, das überlebe ich. Aber anscheinend war da mehr Zeug. Ja, das war jetzt ein bisschen... Okay, das war jetzt dumm. Das Ding ist, ich kenne halt die Trades nicht alle. Diese Special-Sachen, die kriegst du ja so selten. Jetzt hier der Schacht, die 12 Sekunden lang bestehen bleibt, wovon er fast die Gegner... So ein Schaden 40%... Ach, da machen Gegner weniger Damage. Nee, das scheiß drauf. Also normalerweise dürften wir da ja nicht rippen. Ja, das war ein Satz mit X, ich sag's euch. Holen wir sie mal alle zusammen. Gehen wir mal schnell in Eule. Oh, warte mal, ich muss mal meine... Ich weiß nicht, ob... Da ist die Convoke wahrscheinlich nicht so stark. Obwohl, seht ihr, das hat die auch übelst zerfetzt, die Gegner. Die haben irgendwie so einen Befehl der Zerstörung drauf. Ist dieses Feld trotzdem böse? Ich hab den doch interrupted. Also soll ich vielleicht doch rausgehen, ne? Aber warte mal, das Tor ist weg. Wir haben ja, ich habe ja was von der Shini gelernt. Jetzt kann ich eigentlich Inka nochmal einsetzen, weil wir haben es danach eh nochmal. Wenn ihr einem Gegner Schaden zufügt, werdet eine Offensivfähigkeit analysiert und sein verursachter Schaden 40 Sekunden lang um 30% verringern. Gut, das juckt mich nicht. Ein zusätzlicher Angriffer oder Crit? Ein Typ kämpft an meiner Seite. Ich weiß nicht, ob ich das haben will. Komm, wir nehmen den Crit. Komm, wir nehmen das mal mit dem Extra Damage. Was haben wir denn hier? Eure Angriffe haben eine Chance, euch zu verblassen zu lassen. Bedrohung 6 Sekunden lang. Verringert, wenn dieser Effekt ist, eure kritische Treffchance. Ja gut, da haben wir
paar Sekunden lang mehr Crit, weil verblassen ist wurscht. Und meine Chance sehen macht irgendwas. Nee, zum Beispiel, wir können diese einsammeln 10 Sekunden lang. Ja, da machen wir Damage, ne, wenn man das Zeug einsammelt. Komm, wir machen das mit Crit, weil ich habe diesen Movement-Speed-Scheiß drauf. Hier. Ja, das macht noch ein bisschen Damage. Nehmen wir auch noch mit. Das, was ein bisschen schade ist, ich krieg leider nichts mehr, was... warte mal, warum gibt's denn jetzt hier nicht so eine... So eine Orb nochmal? So, normalerweise kriegst du doch nach jedem Stock einmal nochmal so eine epische Orb, ne? Da war jetzt irgendwie nichts gelegen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum... Ah, das ist das mit Mondfeuer. Komm, das nehmen wir mal mit, das ist total strong. Wenn ich einige zudotte, wenn ein paar mehr Gegner da sind. Gut, das ist totaler Rotz, ehrlich gesagt. Ach, Mist, der hat einen Einschlag abgekriegt. Okay, den Haken, den müssen wir interrupten im Optimalfall. So, warte mal. Ja, ich muss mir ein Makro für die Eulengestalt machen, das habe ich halt blöderweise nicht. Na, den interrupten wir. Ding ist, ich habe jetzt theoretisch... Pauschal 50% mehr Schaden, wenn ich zwei Gegner, oh fuck, der führt mich, ich hab's gesehen, aber ich hätte keinen Interrupt ready. Hätte ihn desorientieren können oder sowas. Interrupt. Jetzt tun wir den noch interrupten. Convoke heben wir mal für den nächsten großen auf. Okay, da komme ich nicht raus, bin komplett 100% geslowed. Den werden wir jetzt gleich, Eulen convoken. Watch your step. Das meinte ich. Den hat's zerratzt. Ja, ich bräuchte halt noch ein paar Convoke-Dinger, ne? Ich krieg halt keine. Ich hab drei Dinger am Anfang gekriegt und seitdem krieg ich keine Convoke-Verstärkung mehr. Es ist so schade, aber ihr habt gesehen, der Typ ist trotzdem innerhalb von einer Convoke einfach zerplatzt. Damals wieder so ein episches Ding. Mal gucken, ob was dabei ist. Ach, den Kelleset grüße ich natürlich auch. So, dann haben wir sie hier wieder, die... diese komische Rüstung, wo ich keine Ahnung habe, was die macht, ne? Ich weiß es einfach nicht, aber... Ja, nehmen wir sie mal mit. Und Orlando, ja, hast du auf jeden Fall recht. So, was sind wir denn jetzt? Stock 6. Na gut, hier ist jetzt nichts Gutes dabei. Dann nehmen wir einfach die beiden und hoffen einfach mal... dass wir vielleicht mal ein Convoke-Ding rauskriegen. Okay, das ist kein Convoke. Und das ist auch kein Convoke. Warum kriege ich denn da nichts mehr? Das ist doch ätzend. Also wenn da ein Cooldown-Reduction wäre halt cool, dann kann ich es halt viel öfter einsetzen. Oder Dings wäre halt cool. Komm, jetzt machen wir hier wieder. So. So. Ja, die Einschläge scheppern jetzt schon ganz gut. Was macht er jetzt? Okay. Jetzt irgend so ein Spaß auf mich. Und dann müssen wir auch wieder dotten. Das ist halt immer die Frage, soll ich meine Inker für so einen einzelnen Mob rauswasten, ne? Ob sich das halt rentiert. Haben wir so einen Blub. Sehr schlecht. Was sind eigentlich diese Dinger hier? Ah, die sind von meinem... Die sind von meinem Kopf. So nervig, wenn du dann die Eulengestalt immer klicken musst. Also für den nächsten Run werde ich es echt so machen, dass ich... jetzt kann ich hier zwei mit Dings holen. Dann machen wir das. Und jetzt müsste es richtig scheppern. Super. Na gut, das hat jetzt nicht so gescheppert, weil ewig viele Mobs gespawnt sind. Das ist immer blöd, wenn viele Gegner da sind, dann zieht's ja die Inker so ein... die Inker, sag ich. Die, hier, die Convoke ein bisschen auseinander, weil dann nicht mehr der Damage auf einen Mob geht, sondern verteilt sich das so komisch und dann kannst du irgendwie knicken.
Hörst du gerade den Spießrutenlauf fürs Mount? Ja, genau, ich bin jetzt gerade Ebene 4. Steht mal an, jetzt ist hier wieder diese komische Rüstung. Was bringt denn die Obleron-Ausrüstung? Ich hab keine Ahnung, die habe ich doch vorhin schon mal geskillt. Ich glaube, das google ich nachher mal, was die bringt, ne? Weil die kriegst die... Warte mal, hä? Ich hab die hier gar nicht. Ist die vielleicht buggy? Ist das irgendwas, was man ins Inventar kriegt? Also die anderen zwei Sachen sind totaler Rotz, ne? Sind die Stats... Ist das das hier? Warte mal, wir haben jetzt hier... Vielseitigkeit. 420, ne? Und 20% Dings... Kommst 3% Haze, Crit. Warte mal, benutzen das mal? Hier ist nichts hochgegangen. Ach, mehr Gesundheit, das kann auch sein. Ah, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber da. Warum schreiben sie das dann nicht hin bei den Trades? Ja. Super. Jetzt habe ich... Ja, das ist ja totaler Rotz. Habe ich mehr Gesundheit. Ja, kann man schon machen, aber... Weiß ich nicht. Prickelnd ist das jetzt nicht gerade. So, komm, dann tun wir die jetzt nochmal so dotten. Dann auf geht's. Einschläge. Also Convoke ist schon richtig strong. Ah, da ist es. Das ist das mit den Ticks, ne? Jeder 20. Tick... holt dann Mondfeuer einmal raus. Das ist richtig strong, vor allem wenn du dann viele zudottest. Ja super, jetzt habe ich hier einen Single-Target-Mob. Super. Auswahl zwischen Pest und Cholera. Dann nehmen wir halt Baumrinde. Komm, tun wir nochmal hier Eulen-Action. Cool wäre, wenn ich das Sonnenfeuer auch im Bären ziehen könnte. Das würde ich schon auf jeden Fall feiern. Nee, aber... Echt, bekomme ich... Aber warum steht das nirgends dran? Das finde ich ja irgendwie ein bisschen blöd gelöst, dass man das halt nicht sieht, ne? Wisst ihr, was ich meine? Was ich da genau krieg? Mit die Bewegungsgeschwindigkeit, ne? Das bringt mir eh nichts, weil ich hier das Zeug hochstack und dann ist eh RIP. Komm, ziehen wir nochmal Convoke. Kommt da? Ah, nein, da kommt nochmal ein Boss. Ah, Mist, hätte ich es lieber nicht gezogen. Hätte ich den jetzt wegconvoken können. Ich finde es am Anfang immer ein bisschen anstrengend. Wenn du noch gar keine so Trades hast, da bist du dann echt immer noch ein bisschen am Rudern. Blizzard-Logik halt, ja, da hast du recht. Ach, Fran, ich grüß dich. Komm, blinken wir uns da mal nochmal raus. Safety first. Kommt da jetzt noch ein Stockwerk oder wie sieht's aus? Na gut. Mehr Movement Speed, irgend so ein Schild, weiß ich nicht. Bringt mir eigentlich auch nichts. Warte mal, habe ich mir jetzt hier gar nichts gekauft oder? Ich glaube, ich habe das vergessen, kann das sein? Kann das sein? Aber T-Mog gibt's hier auch keins, ne? Irgendwie. Weißt du, jetzt kommt, dass ich Convoke runternehmen kann, ne? Ganze Hirnrückstände. Ich glaube, da kommt noch eine Ebene, ne? Na gut, die Abklingzeit runtersetzen ist auch ganz nice, aber... Warte mal, wir haben nochmal die Ausrüstung, jetzt will ich das aber genau wissen. Ob ich da wirklich aus... Also ich habe jetzt... Merken wir uns das mal. Okay, ich mach's lieber in Whisper. 72... Also 172k live, ne? Du hast gesagt, es macht ja Crit, Tempo und was auch immer. Ich habe jetzt 44%. 46,46 und machen wir mal Versa noch, das ist für mich interessant. 55,7. So, jetzt gehen wir das mal und dann schauen wir mal, was das macht. Also ich habe definitiv mehr Leben und ja, ich habe auch hier, ja genau, 3% mal. Okay, das ist schon strong, wenn du 3% von jedem Sekundärstat kriegst, ist schon strong, definitiv. Aber, weißt du, warum schreiben sie nicht einfach hin, so und so viel Prozent mehr Leben, so und so viel Prozent mehr Crit-Zeug, einfach
irgendwie so eine Ausrüstung und dann sollst du wissen, was das macht. Und es zeigt nicht mal oben den Buff an oder du siehst es nicht mal hier drin, dass du es nachschauen könntest, sondern du musst es halt irgendwie so rausfinden. Also, ich weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht die optimale Lösung, würde ich mal behaupten. Wisst ihr, was ich meine? Müsste Blizzard was tun für, ja, da hast du mal recht. So, okay, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Oh, ich habe meinen HT noch gar nicht geschmissen, ne? Heldentum könnte ich auch noch reinschmeißen. Schmeißen wir mal HT rein. Das hier. Dann gehen wir in die Eule. Und jetzt Rambazamba. Alter! Das habe ich gemeint, habt ihr gesehen? Eigentlich macht er immer so eine Zwischenphase noch. Der Boss hat das einfach gelitten. War es das jetzt oder kommt da noch was? Das meine ich mit Convoke. Das ist, ich habe es diesmal sogar nicht so gut gebufft gekriegt. Der hat einfach gelitten, der Boss. Einfach gelitten. Ich habe ja die Sachen erst hochgebufft, ne? Erst die Dots drauf gemacht, dass er 50% mehr Schaden kriegt. Mein Damage-Verstärkung. Ich hatte diesmal, ich habe nur quasi zwei von denen und eins von denen, was halt nicht mehr viel ist, ne? Ja. Welchen GS hast du aktuell? Ja gut, perfekt. Backt mal wieder. Ich glaube so 270 oder 271 habe ich angelegt, meine ich. Irgendwie sowas. Also warte mal, wir können den jetzt nochmal... Ding ist schon wieder ready. Ich erzähle hier schon zu viel. Komm, nochmal Convoke. Nein, jetzt frisst der Kleine meinen Convoke. Sterbe ich da, wenn ich da drin stehen bleib? Nö. Also, man darf hier übrigens auch, glaube ich, nur eine gewisse Anzahl oft verrecken. Eigentlich, im Optimalfall solltest du super safe spielen, aber ich habe nur 4 Tode. Ich bin einmal vorher durch ein blödes Ding gestorben, weil ich halt einfach stehen geblieben bin, ne? Um einen Trade anzugucken, was vielleicht nicht ganz so clever war, wenn wir ehrlich sind. So, warte mal, machen wir das Ding wieder drauf. Na ja, gut, wir haben gleich Convoke wieder ready. Shockwave. Das ist Shockwave. Ach nein, das ist diese Zwischenphase. Das ist dumm. Das ist diese Zwischenphase, das heißt, Melee ist totaler Rotz. Wenn ich jetzt hier die Convoke ziehe, dann macht das wahrscheinlich auch wenig Sinn. Wisst man, er hat nachschauen, was mein Bloodlink so ein Damage gemacht hat. So. Shockwave. Den Kollegen machen wir jetzt einfach weg. Jetzt Convoke mal nochmal. Seht ihr, jetzt prockte teilweise schon mit 300k. In dem anderen hatte ich so hoch gebufft, da haben die einzelnen Spells über 1 Million gemacht. Aber brauchst du halt Luck, dass du die richtigen kriegst. Gut, ich sage jetzt mal so, der Sprung von einem Dreier auf einen Vierer war schon in Stücken, muss ich sagen. Aber im Endeffekt war das jetzt auch nicht schwer, ne? Also das war vollkommen machbar. Ich habe halt noch leider keinen Z-Bonus, ne? Ne, 270 habe ich angelegt. Spiele halt mit dem Bloodlink jetzt aus dem Sylvanas Raid. Das ist halt besser als nichts. Was hat denn das jetzt an Schaden gemacht, der Bloodlink? Ist der hier überhaupt drin? Hier, da war die Blutverbindung. Naja, 1% Damage, aber gut, bei dem Convoke Damage, ne? Da geht das halt auch unter. Aber es heilt mich halt auch ein bisschen. Schauen wir mal, was das von der Heilung ausgemacht hat. Perfekt. Denken an Ursas Wut. Hier gar nicht drin. Aber ich glaube, das heilt mich auch. Ach, keine Ahnung. wenn ihr euch den aktuellen Z-Bonus habt, dann ist das wahrscheinlich wesentlich besser. Würde ich mal behaupten. So, das war's jetzt für den kleinen Durchlauf. Hat mich für heute so dabei wart. Und ja, wir sehen uns gern dann bei den nächsten Ebenen wieder. Euer Chela. Bis dann. Ciao.